Ich grüße euch zu einer neuen Folge Farmers Dynasty, zusammen mit meinem Schatz. Hallo. Aus meinem Gewächshaus, bei mir ist alles reif. Wie alles reif? Ganzen Chili, stehen hier nur noch so ein paar kleine, was ist das? Keine Ahnung. Da nicht dran. Das heißt, es gibt bei dir die dicke Kohle? Ach, das sind neue Chilis, die ich umgesetzt. Ja, ich glaube. Okay. Guck mal, was ich noch an Samen da habe, dann stelle ich gleich wieder Neues hin. Du kommst dann heute Abend zu mir zum Grillen, ich habe gerade ein Wildschwein überfahren. Oh ja. Gibt Schweinshaxe heute. Das machen wir. Und hier eine Kuh liegt hier auch auf der Straße, die wird auch bald überfahren, glaube ich, wenn die da weiterhin so chillt. Ja. So, jetzt habe ich noch 600 Meter bis zu dieser Kultiviermission. Und dann gucke ich mal. 0,6 Hektar. Ich glaube nicht, dass ich ernten kann. Aber zumindest mal schon mal wieder kultivieren hier, ne? Und dann springe ich wieder eine Woche weiter. Ja, ich setze auch nur die Setzlinge hin. Mach das noch voll hier wieder, das Gewächshaus. Und dann springe ich auch wieder. Ja, Anna ist von der Straße runter, Gott sei Dank. Wo sie nur überfahren wird, weißt du? Stand sie gestern auf der Straße. Hallo Hund. Jetzt schon was zu essen. Was? So mein Hund füttern, dass der mir nicht abhaut. Du sollst ihm nicht immer Wurst geben. So. Nui, das ist ungesund, permanent Wurst für den Hund. Ja. Hektar Kürbis. Der freut sich, der hat da was zum Beißen. Also mein Hund hat damals unheimlich gern Trauben gegessen und Paprika. Und Zwiebel und Gurke. Okay. Da habe ich den Spaß mal zu meiner Tierärztin gesagt, ich könnte den vegetarisch ernähren. Ihr Blick. Die hat wirklich gedacht, ich meine das ernst. Ich meine, es gibt viele, die machen das. Kein Schatz, die fangen schon an, ihre Katzen vegan zu ernähren. Das ist krank. Völlig das stimmt. Krank. Guten Tag. Gut. Aber der hätte es gemacht. Meiner so Traube, ein Stückchen Käse dazu. Hi. Das war so seine Ambition, ja? Ja, das war so ein bisschen der feine Herr. Ach so. Der war auch der bessere Mensch. Okay. Ja. Also lieber so ein bisschen... Und die Rosen sind. Ach so, siehst du, meine Rose hab ich gar nicht geguckt, fällt er mich. Ja, ich bin gerade durch Zufall, hab ich gesehen, hier ist was. Hätte ich sie ja wahrscheinlich auch vergessen. Eieiei, die sind bestimmt bei mir schon verwelkt wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel die bringen, muss ich mal gucken. Aber wahrscheinlich kannst du die auch verwenden, um deine Angebetete zu beschenken, oder? Ja, kannst du. Du kannst die Blumen dazu verwenden. Muss man ja nicht kaufen, verstehst du? Ja, echt so. Kannst du lieber selbst anbauen, ne, im Garten. Mal eben pflücken beim Nachbarn oder so. Ja, vorbeilaufen. Ja. Das Feld ist aber... Muss ich glatt noch 600 Meter fahren, um zu dem Feld zu kommen. Tja, kann nicht mal über sein Feld warten? Du. Aber im Inventar verdirbt ja nichts, ne? Ich glaube nicht, ne? Wird trotzdem zur Sicherheit Dosenmilch abkochen. So, ich glaube, da rüber ist das. Ja. Ist das Feld das, was hier... Ach, das hier. Ah, okay. Was ist denn da drauf? Mais gesät. Und jetzt soll ich den Mais unterflügen. Na gut, mache ich. So, die Paprika alles eingekocht, macht man schon, ne? Ich koche immer alles ein, ja. Also, wenn ich da irgendwas drin habe, Chili oder sonst was, ich koche immer alles ein. Dann ist das Thema mit dem Kochen auch erledigt. Und es bringt außerdem auch viel, viel mehr Kohle. Außer die Tomaten, die koche ich nicht ein, weil die wollen die Leute ja immer so haben. Gut, dann gehe ich mal noch kurz verkaufen. Aber da steht so ein leckerer Eintopf oder was das ist. Das denke ich Hunger. Das denke ich mir auch jedes Mal. Hier habe ich immer Hunger, wenn ich aufnehme. Wirklich schon total verfressen. Vor allem in Streams, wenn ich meine Gummibärchen esse. Das hört man voll.
dabei festgestellt. Nein, das hört man nicht, das Rascheln der Tüte. Ungefähr so. Das hört man nicht. Oder wenn du zwischendrin mal nichts sagst, weil du gerade nicht sprechen kannst. Ach Mann. Komm, die sind aber auch lecker. Ja. Oh. Eier 1080. Nicht schlecht, nicht schlecht. Milch. Das sind die Paprika 788. Die Chili 3326. Chili lohnt sich. Die Rosen nicht. Das lasse ich mal. Dann habe ich hier Tomaten. Dahlien lohnt sich auch nicht. Ach, die verschenke ich mal. Holen wir aber noch Bratwurst. Ja, da musst du immer bei John mitnehmen, wenn du da bist. Immer Bratwurst kochen. Jetzt habe ich wieder 3000. Ui. Das ist echt gut. Hat sich gelohnt. Gut, dann kann ich jetzt springen. Ja, dieses 0,6 Hektar Feld hier geht auch recht schnell. Schon bei 30%. Dim, 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 dim. Immer Kreis fahren, immer Kreis fahren. Immer rundherum. Was? Ah. Was ist? Was passiert? Deine was? Irgendwie ist meine Motorsense, ja. Also mein Mähgerät weg. Hast du deine Motorsense verkauft? Eigentlich nicht, zumindest nicht wissentlich. Müsste ich jetzt noch mal gucken, ob ich das irgendwo aus Versehen getan habe. Aha. Weil ich glaube, du kannst sie verkaufen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. So was passiert mir doch nicht. Nein, 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 nein. Würde man auch niemals nicht behaupten tun. Also, oh, ich bin immer drin, schau. Ah. Ich habe nämlich gerade versucht, mit der Kettensäge ins Gras zu nehmen. Das hat nicht funktioniert. Wieso nicht? Was soll das denn? Das funktioniert doch locker. Da kannst du auch mal eben so bild, bild, bild. Stirbgrashand so ungefähr. Was war jetzt mit der Ernte auf deinem Feld? Meine Felder sind noch nicht erntereif und hier ist ganz zarte Maispflänzchen, die ich gerade kultiviere. Oh, das ist doch... Ja, aber das ist nicht doof für die kommenden Missionen. Nö. Die ganze Ernte kaputt machst. Dann müssen sie neu anpflanzen. Sinnvoll. Der Kunde wünscht ein gegrubbertes Feld. Gott, wie sieht's denn hier aus? Hier ist alles gewachsen. Ganz krass. Ja. Oh nee. Geht's jetzt bei dir los mit der Sense? Ja, ich glaube, ich muss mir eine kaufen. Sind 3000 Euro wieder weg. Oh nee. Wahrscheinlich wird das halt zu viel. Möglich wär's. Oh Mann. Wieso hast denn du die verkauft? Hättest du mich mal gefragt, hätte ich dir gesagt, du brauchst sie noch. Ja. Ich weiß auch nicht. Aus Versehen. aus Versehen verkauft. Mhm. Okay. Das wäre ja dann wieder so ein Hupsi. Mhm. Oder ein Hoppler. Oh. Ja. Wie viel haben denn die Kühe zu essen? Mhm. 6% noch. Sehr schön. Meinst du, das reicht nur bis zu deiner Ernte? Das weiß ich natürlich bei Hals im Auge. Jedenfalls kaufe ich was, aber noch muss ich nichts kaufen. Und die Chilis sind reif. Oh. Kürbisse sind reif. Das war nicht reif. Ich hätte es nicht nehmen sollen. Die Tomaten sind reif. Oh Mann. Hast du gerade eins von den Setzlingen aufgenommen, die du erst hingestellt hast? Kannst ja wieder hinstellen. Du musstest ja nur mal gucken, ob das noch in Ordnung war. Ob das schon angefangen hat zu wachsen.
Ja, ja, der war halt. Ich sitze einfach jetzt nicht, dass ich hab. Nochmal hin. Okay. 35% noch, dann ist es hier fertig, ja. Also im Moment bleibst du. Ja. Ja, könnte ein bisschen mehr Geld kommen, also ein bisschen mehr Ernte sein. Aber es läuft. Es geht voran. Stetig. Ja, ich glaube, ich gehe mir mal so näher. Eine was? Ich habe die tatsächlich verkauft. Warum hast du das gemacht? Ich bin hungrig. Ich glaube, das liegt daran. Ah! Ich auch. Meine Rücken. Habe ich nicht, habe das schon weiter verkauft. Ich kostet doppelt so viel. Meinst du? Motorsense kostet 742. Und verkauft hast du wahrscheinlich für 300. So. Gut. So. Aber wann hast du die verkauft? Vor allen Dingen, warum erscheint die hier nicht? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Also wenn du bei dem Händler bist, ist links dein Inventar und rechts das vom Händler. Oder habe ich falsch geguckt? Ach, ich weiß. Meinst du, du hast die jetzt gerade an den Händler verkauft? Oder umsonst nochmal gekauft? Keine Ahnung, ich mähe jetzt einfach Gras. Na, dann hast du ja eine Sense. Ja. Jetzt junge Frau, was ist denn da los bei Ihnen? Keine Ahnung. Ich habe zu lange geschlafen. Ich bin auch in der Frühjahrsmüdigkeit. Ah, okay, nee, das ist verständlich. Das ist verständlich und nachvollziehbar. So. Auf den letzten Zügen, auf den letzten Zügen. Und der wieder eine Mission fertig. Also langsam könnte es wirklich mal in die Ernte gehen, du. Ja. Oh, Hund, geh weg. Das ist. Ups. Dann brauchst du gleich rein, zu wirklich noch einen neuen Hund. Ist ja nicht so, dass der einfach aus Versehen, ne? Und so. So, 94, 95 und 96 und raus aus dem Acker damit. So, okay, 500 Meter fahren, abgeben, fertig. Was? Ach, die diskutieren hier schon wieder. Oh Gott, schnell weg. Ja, das nervt, wenn ihr diskutiert. Sei leise jetzt. Herrgott, zack. Dam, 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 dam. Okay. Ich mach meinen Hof schön. Das dauert ein bisschen, oder? Ja. Ich halte mal hier an, dann laufe ich mal ganz schnell darüber. Da bin ich nämlich schneller als mit dem Auto, glaube ich. Gefühlt. Dim, 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 dim. Einmal querfeld ein. Einmal querfeld ein. So, junge Frau. Ja. Das war's aber schon wieder mit der heutigen Folge. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke. Sehe ich so aus, als ob...